Das klingt supi. Das klingt supi. So, ich versuche jetzt einfach mal, die hier so ein bisschen zu umgehen. Mehr oder weniger? Ja, lass mich mal in Ruhe. Einsteigen. Töte die Kuh oder verlasse das Schiff? Oh, guck mal. Quasi, wir könnten das jetzt so entern. Prinzipiell. Hallo, Kuh? Hallo? What are you doing? Du schießt hier eigenes Schiff, oder was? Sie dürfen das Schiff nicht erobern. Und eigentlich ist dieses Schiff... was ist da passiert? Irgendwie war das sowieso gerade so ein bisschen komisch. Das Schiff stand eigentlich auf dem Planeten und irgendwie sind wir jetzt im Weltall. What's happening? Das Problem ist, also, wir können es definitiv entern, so ist es nicht. Allerdings passieren da dann ganz komische Sachen. Liegt das dann so, wie als ob es losfliegen würde oder so? Soll das mal... So. Wir rüsten auf jeden Fall schon mal aus. Aber ich würde es gerne nochmal probieren. Schon alleine, weil ich das Schiffchen gerne hätte. Und es vielleicht ein oder anderen Credit bringen würde. Oder ich behalte es halt und nutze es halt für Kopfgeldmissionen, je nachdem. Zum Beispiel. Würden wir es halt noch so ein bisschen ausbauen, mal gucken. Dieser Planet ist genau mein Ding. Hier könnte ich eine Weile wandern. Na. Vor allem, wenn man so überlegt, dass ich bisher erstmal nur einen Bruchteil von diesem Mond erkundet habe. Und dass es noch andere Plätze gibt, wo wir unser, nennen wir es mal, Lager aufschlagen können. Das ist schon echt heftig. Guten Tag. Ja, ich hab's gehört. Aber ich würde trotzdem gerne mal hier einsteigen. Ah, es startet. Okay. Ich hab gehört, wie sie gerade das Triebwerk gestartet haben. Sind prinzipiell so im... So, okay. Übernehmen die Kontrolle. Ja, machen wir. Okay, Pilotensitz. Du hast ein neues Schiff requiriert. Wenn du auf einem Planeten landest oder einen Kraftsprung zu einem anderen Sternsystem unternimmst, wird dieses Schiff zu deinem Heimatschiff. Jegliche Questobjekte oder Passagiere in deinem vorherigen Heimatschiff werden zu deinem neuen Heimatschiff transferiert. Okay. Aber der Graf-Antrieb hier ist dezent leicht beschädigt, würde ich sagen. So leicht dezent. Es ist generell leicht beschädigt. Aber ich würde es halt schon eigentlich gerne mal registrieren wollen, so. Eigentlich.
Was halt so die Frage wäre. Ah, die haben hier keine Raketen. Okay. Landeplatz. Und wenn wir da jetzt wieder landen. Was ist eigentlich mit der Frontier? Weil die müsste ja prinzipiell jetzt auch irgendwo sein. So, vielleicht. Du hast jetzt ein neues Heimatschiff. Dein voriges Heimatschiff wurde deiner Flotte hinzugefügt. Um an die zurückgelassenen Schiffe in deiner Flotte zu gelangen, wendest du dich in einer beliebigen größeren Stadt an einen Schiffswartungstechniker und lässt dir die Schiffe in deinem Besitz zeigen. Anschließend kannst du die Schiffe deiner Flotte durchschalten. Okay. Welt. Einfach wunderschön. Dann... what we do ist folgendes. Was mich mal interessiert, also wir, die Frontier hat definitiv, glaube ich, mehr... Oh. Was mich halt so interessiert, wird halt das, was wir auf der Frontier geladen haben, bleibt das dann auch auf der Frontier oder wird das auch mit transferiert? Das wäre halt noch so eine frage Frage, die ich mir selbst stelle. Das könnten wir aber gleich gucken, wenn wir ins Schiffchen wieder gehen, ob das dann halt da alles ist oder ob das was... nichtsdestotrotz, wollen wir zuerst mal wieder orientieren. Verlassene Hangar. Landeplatz. Ich glaube, wir müssen mal auf der Karte gucken. Das dürfte wahrscheinlich der mit den vier sein. Ein Sandsturm. Ich würde die gar nicht mal so mehr irgendwie angreifen wollen. Aber den habe ich, glaube ich, schon gescannt, ne? Nee. Ist das Ding auch kalibriert? Ja, ist es. Das Problem ist bloß, den vierten zu finden. Guck mal, das könnte der... Ja, guck mal. Sehr schön. Cool, wäre jetzt die Frage, haben wir jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich alles? Es gab ja so an und für sich...
Guten Tag. Warum ist das jetzt gerade gestorben? Weil wegen dem Pirscher oder weswegen? Guten Tag, guten Tag. Nein, 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 lass mich mal in Ruhe mit deinen Scherenhänden. Da hinten ist auch noch irgendwas. Unbekannt. Das ist, glaube ich, das andere, was wir scannen können. Das würde ich aber trotzdem gerne mal scannen. Es war eine kleine Reise bis dahin, aber hey. Ich würde es trotzdem gerne mal mir angucken. Und danach würde ich sagen, fliegen wir nochmal nach New Atlantis. Ist das eigentlich ein Status, den wir da haben? Status. Du hast ein Leiden. Nimm das entsprechende Heilmittel, um dich zu heilen. Lungenschaden akut. Sporadisch O2-Schaden und Wunden. Nahkampfangriffe verbrauchen. Ja, okay. Schlechte Luftqualität. Achtung, gefährliche Witterung. Sofort Schutz suchen. Achtung. Anzugsschutz aufgebraucht. Unzureichender Schutz vor Leiden. Ja, ich bin immer noch fleißig hier und willkommen zurück, Sukupsi. Was darfst du denn eigentlich gerade machen? Also bisher arbeiten, hast du ja gesagt. Oder habe ich das schon wieder haben wir uns darüber gestern. Vorgestern unterhalten drüber, sag mal, was so am Wochenende. Also wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass du es gerne machst, prinzipiell, aber was, weiß ich jetzt nicht, ob wir uns darüber unterhalten haben. Wenn, tut's mir leid. Kurzzeitgedächtnis leider und so. Aber genieße auf jeden Fall deine Pause. Wie lange hast du Pause? So. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen wir haben, ne? Das klingt auf jeden Fall recht spaßig, muss man schon sagen. Also auf jeden Fall klingt es für mich so recht spaßig und vor allen Dingen interessant so an sich. Und ja, also nie weg, so dass du wieder aus dem Lurk da bist, das wollte ich damit sagen. So gesehen. Also so, somit willkommen zurück. Und so auch prinzipiell vielen lieben Dank, dass du wieder da bist. Aus dem Schlurki. Auch wenn es nur wahrscheinlich kurz ist, aber vielen lieben Danke. So, Busy Eisen. Weil man könnte zwar auch Spinat essen, aber so auf Eisen zu beißen ist ja auch was Schönes. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es halt trotzdem anstrengend ist, aber wenn es halt trotzdem gewisserweise für einen selbst so hingehend Spaß macht, dann nimmt man das halt gerne so gesehen in Kauf, ne? Auch wenn halt das halt übers Wochenende ist. Aber man nimmt, macht es dann halt trotzdem gerne gewisserweise. Schadgas. Und daher. So. Wie lange geht denn das Event heute? Das haben wir schon, siehst du? Da war ich dabei, das zweite zu holen. Und dann ist es leider abgekackt. Auf den Weg zum zweiten. Leider, leider.
So. Okidoki. Warte mal. Ah, durch den Sandsturm ist jetzt auch gerade so ein bisschen schlechte Sicht, weil ich nicht mehr sehe, wo das andere gewesen ist. So. Verdammt. Oha. Quasi, du kommst halt wahrscheinlich auch relativ spät ins Bettchen. Und ich hoffe, dass es morgen allerdings nicht recht früh losgeht bei dir. Weil das wäre sonst... Was ist das Blaue hier eigentlich? Oder ist das nur so eine Art Spiegelung? Hm. Stranger Things und so. Prognose verbessert. Lungenschaden. Uiuiui. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, umso länger du das Leiden hast, umso höher der Anteil an, was so dein Lifebar halt zurückgeht. Habe ich so das Gefühl. Warte mal, da ist der andere. War ich hier oben bei denen? Gut, jetzt sind wir halt einmal rumgelaufen. Aber nun gut, es ist, wie es ist. Wie lange streame ich heute? Ich werde bis ungefähr 5 machen. Dann gebe ich zum Herrn Tim rüber, sofern er dann schon live ist. Ansonsten gucke ich mal, wer so live ist. Und dann sehen wir uns quasi morgen wieder. Zu... was? So. Zu Baldur's Gate freue ich mich auch schon drauf. Haben wir die... Aber die haben wir schon gescannt. Oder muss ich die gar nicht mehr scannen? Ich glaube, die muss ich gar nicht mehr scannen. Gut, bin ich quasi umsonst hierher. Aber... Chat, kennt ihr dieses Buch? Dieses eine... Das sich nennt, der Weg war umsonst. Das habe ich gerade mir durchgelesen und ich muss sagen, es ist sehr aufschlussreich. So, wir gehen. Zum Schiff. Yes. Dadurch, dass ich noch was... Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen? Ja, es ist noch Zeit für ein Nickerchen. Warte mal, ich würde gerne nochmal aufstehen und gucken, ob wir... jetzt hier alles... Ja, okay, der hat alles übertragen. Die Frage, die sich mir da stellt, dadurch, dass alles übertragen wurde... Ja. 579 von 200. Ja, ein Wunder, dass wir überhaupt noch abheben können, ne? Das kommt wahrscheinlich durch das Übertragen halt an, so ein bisschen. Dadurch, dass ich da halt mehr Kapazität habe, als hier auf denen. Na gut. Aber... Ich liebe Kaffee. Ja, Kaffee ist was Schönes. Besser finde ich es, was über dich zu lesen. Oh Gott, Hilfe. Guck mal, den haben wir gar nicht gelootet. Da liegt er einfach noch so rum. Das haben wir auch noch nicht gelootet. So, das heißt allerdings, wir machen uns auf nach New Atlantis. Und müssen mal so ein bisschen was verkaufen. Also von den Komponenten her, welche hier verbaut sind, die finde ich halt schon prinzipiell recht cool, ne? Im Weltraum ist es sehr still. Dabei solltest du überall mit Fanfaren empfangen werden. Was? Ah, Freestar. Mustang. Okay. Ja. I understand. Das ist quasi,
So, aber das haben wir ja schon gemacht. Das heißt, wir springen jetzt, beziehungsweise gehen jetzt, bevor wir wieder hier auf Crete weitermachen, nach New Atlantis. Das heißt, wir müssen einmal hier runter, nach Alpha Centauri. Mit der können wir auf jeden Fall ziemlich viel weiter springen. Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten. Alles klar. Ja. Ich hoffe, wir haben keine Schmuggelware hier an Bord. Okay, dann landen wir mal. Ja, wir landen mal. Dann registrieren wir das Schiff. Und ich glaube, wir verkaufen es, so dass wir die Frontier dann halt noch ausbauen können. Es ist schön, zu Hause zu sein. Trotz allem. Wobei die halt schon cool aussieht so, ne? Also gerade so von den Komponenten, was das so hat, finde ich es prinzipiell besser als das, was wir von der UC halt haben. Also na, was heißt von der UC? Wie kann ich dir helfen? Mein Schiff muss... Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Okay, kein Problem. Eines deiner Schiffe ist nicht registriert. Du musst dieses Schiff registrieren, um es modifizieren oder verbessern zu können. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass du hier mein Heimatschiff bist. So, du wirst registriert. Für 12.000... Ah, ist ein Schnapper. So, ich würde nämlich gerne mal im Schiffsbilder gucken. Tayo. So, mal gucken, wo wir das Tayo her... Bestimmt von Neon. Mit zwei Neon. Kriegen wir das bestimmt, ne? Das Tayo. Denke ich mal fast. Cockpit Samurai. Sieht echt cool aus. Und das hier unten ist das mit dem Bremsantrieb. Also das finde ich definitiv so an sich cooler als also vom Aussehen her prinzipiell wie so wie unsere Front hier aussieht. Wobei wir da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen was draus machen können. Eine Warnung. Was gibt es denn hier für eine Warnung? Schiff fehlt ein Waffenzuweisung. Okay. Verlassen? Zeig mir mal meine Schiffe. Ach nee, zeig mir mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Ich sicher was dir glaube, darüber konnten wir auch das Schiff verkaufen. Glaube ich. Verkaufen. Nee, aber nicht die Frontier. Für die Frontier würden wir... Hier, das würde ich gerne verkaufen. 14.907 ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ja. Vor allen Dingen, wir hätten dann ganze 2.000 plus gemacht ungefähr, weil das Registrieren, das war halt schon recht preisintensiv. Schiff für 14.907. Verkaufen, ja, bestätigt. Sehr schön. So, ich gehe mal kurz pipi.
So, das war wieder. Gut. Dann haben wir das hier wieder. Was ich mal gucken wollte. Verlassen. Mein Schiff sehen und modifizieren. Klar, ja. Allerdings würde ich halt bloß mal kurz... Die hier würde ich halt früher oder später, also diese Bremsdinger, die würde ich nach unten verlagern, prinzipiell. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten, geschicktesten machen. Aber das zieht auch nach sich, dass wir hier unten noch so ein bisschen bauen, sagen wir es mal so. Aber das kriegen wir hin. Wir brauchen halt bloß noch ein bisschen mehr Geld. So, das heißt allerdings, dass wir... Ja. Also die Ressourcen, die würde ich prinzipiell einlagern wollen. Die wir abgebaut haben. Und ich brauche auf jeden Fall erstmal was für meinen Lungenschaden. Da müssen wir gerade mal gucken. Das lädt das Wasser. 9999. Könnte zur Behandlung von Leiden. Halt Gehirnverletzung, Gehirnerschütterung, Hitzschlag, Leistenbrüche, Unterkühlung, Lungenschäden. Okay, brauchen wir einmal. So, okay, jetzt gehen wir mal ins Inventar und sagen Ressourcen. Das kommt alles ins... So, das kommt alles da rein. Dann will ich eben schnell mein Leiden behandeln. Und dann... Ja. Hilfe. Injektor. Sehr schön. Lungenschaden geheilt. Sehr gut. Dann gucken wir mal Anzüge. Die nehmen wir alle mal mit. Wie viele Stunden habe ich mittlerweile in dem Spiel? Gefühlt gar nicht mal so viel. Das Problem, also ich habe es nicht über Steam. Ich müsste mal kurz gucken, ob man das hier über den Xbox Launcher quasi auch sieht. Wie viele Stunden man da mittlerweile hat. Es war dann nämlich so ein bisschen umständlich, meine ich. Muss ich mal gucken, ob man das irgendwie sieht. Auf jeden Fall so 10 Stunden, irgendwas zwischen 10 und 30, denke ich, sind es mittlerweile. Aber wohl eher knapp 10 bis 25, würde ich irgendwas schätzen. Aber noch nicht ganz so viel. Glaube ich zumindest so. Ich muss mal kurz gucken, was mein Inventar sagt. 115, okay. Also sprich, wir können noch ein bisschen was tragen. Vielleicht, ich versuche das mal in Erfahrung zu bringen. Ich weiß, auf der Xbox sieht man das. Wohl, wie viel man so an Spielstunden hat.
Ich weiß bloß nicht, ob wie das bei der Xbox-App ist, ob man das da auch irgendwo sieht. Ja, zwischen 10 und 30 ist ein großer Unterschied. Definitiv. Definitiv. Da stimme ich dir zu, Frau Succubus. Nee, die Munition verkaufen wir nicht, aber die Anzüge. Wir haben keine Händlerquits mehr. Ich glaube. Schlafen wir sowieso mal ganz gut, glaube ich. Prinzipiell. Aber ich versuche das mal rauszufinden, Succubsi. Vielleicht kann ich dir das die Tage mal sagen. Hier haben wir noch einen Lagerraum. Was cool wäre, ist zwar gut und schön, dass wir hier so einen Lagerraum haben. Das trägt zur Immersion so ein bisschen bei. Aber wenn man halt hier... Wo ist das hier, der Lagerraum? Es wäre auf jeden Fall ganz cool, hätte man dann halt noch so, weiß ich nicht, Truhen oder sowas da drin, wo man halt so ein bisschen was unterbringen kann. Das wäre halt mega. Jo, kein Ding. Alles gut, Succubsi. Falls wir uns heute nicht mehr lesen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Lass dich nicht ärgern auf Arbeit. Und wir hören uns in die Tage. Auf jeden Fall. Fühlen Sie sich gedrückt.